Eröffnung. Fehler von On-Track Piraten. Dritte Position dann für Friction. Und da hat es G.H.Nemo nun übernommen. Nach außen gekommen ist Maharajah nach zögerndem Beginn. Der ist im Augenblick Sechster. Pferde sind auf der Überseite. Und jetzt beruhigt sich die Fahrt. G.H.Nemo gegen Don't Wear PJS und Friction zieht außen auf im Fahrwasser Iceland. Dahinter Caddy Comet, dann Maharajah außen an der Innenkante Rackers. Dann ist wieder dabei Jokeface nach dem Startfehler an der Innenkante Clear Sign und am Ende dieses Feldes nach dem Fehler im ersten Bogen On Track Piraten. Da macht Friction Druck gegen G.H.Nemo. Das wird Swanstedt nicht gefallen, aber das ist auch kein Wunschkonzert hier. Außen Friction, innen G.H.Nemo, diese beiden Kopf an Kopf vor Don't Wear PJS an der Innenkante, außen Iceland, im Fahrwasser von Iceland, Caddy Comet und dahinter Maharajah. Also bislang alles gut für Maharajah. Und G.H.Nemo mit außen Friction, so geht's auf die Schlussrunde. Die 4, die 3, dann außen die 9, an der Innenkante die 2, dahinter die 10. Mit innen Rakas, der 7000 Meter noch. G.H.Nemo innen auf dem kürzeren Weg gegen Friction außen. Kopf an Kopf diese beiden an der Spitze des Feldes. Dahinter dann Don't Wear PJS und die Fahrt ist immer noch recht hoch. Ich bin mal gespannt, wann der Angriff von Maharajah kommt. Ob er kommt, wie durchschlagend er ist. Er kommt jetzt. Jetzt geht er nach außen. Da geht allerdings auch Caddy Comet nach außen. Greift hier an in dritter Spur Mitte gegenüber. Das Feld schiebt sich dichter zusammen. Und vorne ist weiter G.H.Nemo. Friction macht Druck. Ganz außen Caddy Comet. Dahinter Maharajah. Es geht in den letzten Bogen hinein. Caddy Comet wird bereits ermahnt. Da wird wohl die vierte Spur nötig sein, wenn er hier was reißen will. Aber Caddy Comet, noch zieht er ihn nach vorne. Vorne, ganz vorne ist G.H.Nemo. Friction, ganz außen Caddy Comet und dahinter Maharajah. Es geht nun auf die letzte Ecke zu, breit gefächert. Die Pferde in der Distanz. Maharajah tritt außen an, aber vorne ist G.H.Nemo. G.H.Nemo, Fehler von Friction. Ganz außen fliegt Maharajah heran. G.H.Nemo, G.H.Nemo, aber ist vorne Maharajah im Topspeed. Der fliegt heran, aber er wird ihn... Kriegt er ihn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dieser kurze Einlauf, aber das war schon sensationell, dieser Speed-Einsatz. Und denken Sie nicht, dass dieses Rennen langsam war. Das war von vorne bis Ende. Maharajah, G.H.Nemo, Fehler von Friction, innen Don't Wear PJS und außen. Da kommt dieser Turbo-Speed. Kriegt er ihn oder kriegt er ihn nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, soeben verpasst. Aber das ist schwer zu sagen, wenn Pferde so unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Da hat man sich schon öfter mal richtig vertan. Tja, aus tausend Perspektiven erkennen kann man es nirgendwo so richtig, aber ich finde, es spricht immer mehr dafür, dass der nach Hause gekommen ist, was nicht gegen diese Leistung von Maharajah spricht, der ja wirklich fliegt. Und gucken Sie mal, wie viel Eugen Schielström da macht, um sein Pferd schnell zu machen. Ja, der hat es geschafft. G.H.Nemo mit einer Nase gegen Maharajah und dahinter Don't Wear PJS. G.H.Nemo also hält es soeben aus gegen den speedigen Maharajah, der es nicht ganz schafft.